Capture One und Drucken, um das soll es jetzt gehen. Also wir verwenden jetzt Capture One auch wirklich zum finalen Printen, jetzt nicht zum Export und dann zum Beispiel in Photoshop zum Printen, wie in anderen Videos, sondern wir schauen uns das jetzt wirklich durch in Capture One. Jawohl, kurz vorweg, weil es einfach wichtig ist, ich habe es zwar in anderen Videos auch schon mal erwähnt, aber nochmal, hier mein iOne Display X-Rite, das ist ein Kolorimeter, gibt es natürlich verschiedenste Hersteller, also ich bin das nicht gesponsert, weg damit, gibt es auch Spider oder sonst was, aber Bildschirm kalibrieren ist fürs Printen wirklich wichtig. Ihr werdet jetzt keine zwei digitalen Displays finden, die euch die Bilder gleich darstellen und am Papier schaut es dann nochmal anders aus und durch diese Kolorimeter können wir den Bildschirm kalibrieren, standardisieren sozusagen, damit wir einfach die Möglichkeit haben, dass dieses Bild auf dem Bildschirm wirklich sehr nahe dem kommt, was wir dann final drucken. Das eben eingeworfen, weil es einfach wichtig ist, kalibriert bitte eure Bildschirme. Preisspanne dieser Kolorimeter ist von bis, gibt es aber durchaus auch schon günstige. Ist einfach wichtig, da kommen wir nicht drum rum. Gut, das hat nichts mit Capture One zu tun, war einfach nur so ein kleiner Input, weil es mir einfach am Herzen liegt. Aber jetzt springen wir da mal direkt rein. Anhand dieser Beispielbilder schauen wir uns jetzt einmal an, alles ums Thema Printen im Capture One. Wir werden das jetzt einteilen in den Bereich Softproofing. Was heißt Softproofing? Softproofing heißt, ich bekomme im Programm schon eine grobe Vorschau, wie das dann wirklich auf dem Papier aussehen wird mit dem jeweiligen Papier und ICT-Profil. ICT-Profile, ich verlinke euch oben ein Video, wo ich mir das einmal genau angeschaut habe, wo bekomme ich diese Profile her, wie verwende ich sie. Wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, schaut euch vielleicht kurz vorher das an. Ich gehe jetzt einmal davon aus, ihr wisst grundsätzlich, was ICC-Profile sind und wir werden die dann da verwenden. Also Softproofing, Punkt 1. Punkt 2 dann Nachschärfen, Sharpening für den Print. Das ist auch ein wichtiges Thema fürs Printen, schauen wir uns an. Und Punkt 3 dann natürlich das Printfenster in dem Sinne jetzt allgemein. Was kann da Capture One, wie printen wir da dann wirklich final unsere Bilder? Beginnen wir mal mit Softproofing. Dazu müssen wir uns anschauen, diese Export Recipes, wie es heißt, also Capture One kann ich ja verschiedene Rezepte anlegen, wie das Foto dann behandelt werden soll, schauen wir uns das gleich an. Kurz vorweg, ich verwende hier die aktuellste Version Capture One 21. Wenn ihr eine ältere Version habt, habt ihr hier wahrscheinlich noch dieses Export Tab, das ist ja jetzt verschwunden und wir haben jetzt hier Export. Ja, wir wollen nicht exportieren, grundsätzlich haben wir vorher gesagt, wir printen dann auch in Capture One, aber hier in diesem Export Tab finden sich auch diese Export Recipes und die sind für das Softproofing wichtig. Wir können uns jetzt, das sind schon vorgefertigte, wir können hier jetzt ein neues erstellen. Ich nenne das jetzt einmal Print Profile. Hier unten haben wir dann wirklich verschiedenste Sachen zum Einstellen für dieses Rezept. Wenn ihr da nicht so viel stehen habt, hier ist das Häkchen für Show All Options. Ich mache jetzt einmal alles zu, was uns nicht interessiert. So, uns interessiert nämlich Format and Size und später dann machen wir jetzt auch nochmal zu die Adjustments. Format und Größe, hier kann ich einstellen, das Format TIFF 16-Bit ist jetzt für das Softproofing nicht so essentiell, aber ich bleibe mal beim Besten, was das TIFF halt in dem Fall ist. Und jetzt wichtig, ICC-Profile, hier habe ich schon ein paar installiert, nehmen wir zum Beispiel, ganz egal, Semigloss oder ProLuster. ProLuster brennt man gern, also ProLuster. Jawohl, ihr seht jetzt, ist natürlich nur minimalst, aber das hat sich jetzt leicht verändert, weil hier im Preview jetzt dieses ICC-Profil verwendet wird. Wir haben das jetzt dieses Rezept gespeichert und können hier wieder schließen. Hier oben haben wir Proofing, wenn es bei euch nicht da ist, könnt ihr rechte Maustaste hier klicken, Customize, dann habt ihr dieses Symbol hier, Drag and Drop, hier raufziehen, dann habt ihr hier dieses Proofing stehen. Rechte Maustaste habe ich jetzt hier eben diese Rezepte, deshalb haben wir gesagt, sind die wichtig. Hier ist jetzt auch das aktuellste, das ausgewählt, was wir selbst erstellt haben, Print Profile. Wenn ich hier jetzt auf Proofing klicke, seht ihr auch Proofing, ändert sich das Bild leicht und gibt mir eben eine grobe Vorschau, wie das dann geprintet aussieht. Ihr seht, es wird ein bisschen heller, ein bisschen matter. Das ist einfach dieser Effekt. Wir haben ja dann nicht mehr von hinten beleuchtet, wie jetzt in dem Programm, sondern auf einem weißen Papier. Dadurch wirkt es oft eben sozusagen ein bisschen matter. Und ich könnte jetzt natürlich mit diesem Profil dann noch weitere Korrekturen vornehmen, um das dann sozusagen zu kompensieren. Aber uns geht es jetzt aber nicht ums Bearbeiten. Ich wollte euch einfach nur zeigen, So funktioniert das Softproofing. Jetzt einmal rein bezogen auf das ICC-Profil. Ich finde Softproofing ist immer mal interessant, aber ganz ehrlich, wenn ihr wirklich das sozusagen meistern wollt, kommt es meiner Meinung nach nicht drum herum, dass ihr Papiersorte habt, dass ihr das antestet und einfach mit Erfahrungswert dann schon ein bisschen wisst, wie ihr ein Foto bearbeitet. Also ihr seht mir in den anderen Videos, dieses Softproofing habe ich eigentlich selten gemacht. Es ist ja trotzdem ein digitales Display, aber so funktioniert Softproofing, wenn es interessiert.
Das einmal zum Thema ICC-Profil Softproofing. Gut, nächster Punkt, jetzt gehen wir schon mehr ins Printen, ist Nachschärfen. Grundsätzlich, ich meine, ihr seht, wenn ich jetzt mal auf 100% reinzoome, das Foto ist scharf, aber beim Printen, oder allgemein natürlich auch beim Export für digitale Medien, aber vor allem auch beim Printen, ist ein Nachschärfen nochmal essentiell, da der Printer braucht, wie soll ich sagen, optisch wirkt der Foto etwas überschärft am Display, was für den Printer dann aber gut funktioniert. Und das Zweite, was da einfach wichtig ist, immer dann für die finale Größe schärfen. Das schauen wir uns jetzt dann gleich an, was das bedeutet. Aber es bringt mir jetzt nichts, also dieses Bild das nachzuschärfen in der vollen Auflösung und dann printe ich das 10x15. Ich muss dann wirklich schauen, dass ich konkret für diese 10x15 das Nachschärfen übernehme. Wie mir das nachschärfen, gibt es jetzt wieder grundsätzlich drei Varianten. Ich habe da auch extra mal für euch schon durchgetestet heute, welche Variante jetzt am besten funktioniert. Einfach, dass ich für mich auch die Unterschiede gesehen habe. Ich blende das jetzt nicht ein, weil grundsätzlich ist es im YouTube-Video wahrscheinlich wieder schwer zu sehen. Aber ich bespreche das mit euch durch. Gut, vorweg gehen wir jetzt noch einmal zu diesem Export-Tab zurück und erstellen uns jetzt ein Rezept für eine Größe XY. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen A4 printen. Neues Rezept, Print A4, und hier soll es uns jetzt einmal nicht um die Farben des Fotos gehen, wir reden jetzt einmal rein vom Nachschärfen. Das ist wichtig, weil ich werde hier, dann machen wir alles zu, was wir nicht brauchen. Watermark, Naming und Location, jawohl, das lassen wir auf 16-Bit. Wir ändern hier jetzt nicht das ICC-Profil, es soll uns da wirklich nur ums Nachschärfen gehen, nicht um die Farben. Wichtig ist uns jetzt aber die Größe. Das heißt, wir gehen hier auf Width and Height. Bitte, wenn Sie es auf Deutsch habt, sucht euch das, aber ich glaube, das schafft es. Zentimeter und wir haben 29,7 mal 21 für A4. Wichtig für den Print in dem Fall ist jetzt unsere Resolution. Ich sage immer, wenn ihr die Auflösung habt für 300, nehmt 300. Man kann natürlich auch ein bisschen runtergehen, aber 300 ist wirklich jetzt einmal ein guter Mittelwert. Aber zum Thema DPI gibt es auch ein anderes Video, jetzt oben verlinkt. Jawohl. Und was das jetzt macht, wir lassen das jetzt, wir haben dieses Rezept jetzt erstellt, Print A4. Wichtig eben wirklich hier in Zentimeter die konkrete Größe eingeben. Und wir exportieren nicht, und das geht uns nicht, wieder schließen. Wenn wir jetzt auf 100% gehen, ihr solltet übrigens beim Schärfen und etc. generell bei sehr vielen Adjustments, aber vor allem auch beim Schärfen, wirklich das auf 100% betrachten. Weiter reinzoomen macht keinen Sinn, weiter raus werdet ihr es nicht so richtig sehen. 100%. 100% bedeutet, es wird jeder Pixel meines Bildschirms verwendet. Das heißt, 100% gibt es nicht bei jedem den gleichen Ausschnitt wieder von einem Foto, sondern es wird wirklich die native Auflösung des Bildschirms sozusagen verwendet. Und wenn ich jetzt auf Proofing klicke, seht ihr, dass sich das geändert hat, dass es kleiner geworden ist. Warum? Weil wir das jetzt auf A4 printen wollen und das Grundfile, was ich da jetzt habe, ist von der Auflösung größer. Das heißt, es würde in 300 dB mehr als A4 hergeben. Deshalb rechnet uns jetzt im Proofing Capture One das Bild schon kleiner. Warum machen wir das? Weil wir jetzt mit diesem Proofing-Foto in der quasi realen Größe, hier Sharpening, unser Nachschärfen verwenden können. Das ist jetzt eben Variante 1. Hier mit dem Sharpening-Tool, wenn ihr das Tool nicht da habt, rechte Maustaste, Add Tool, Sharpening-Tool suchen, Nachschärfen, Schärfen, was das auf Deutsch heißt, aber das findet sicher. Jawohl, also Sharpening Levels kann man zu machen, Sharpening. Und jetzt, wir gehen jetzt ganz wirklich die Basics minimalistisch, Nachschärfen ist eine Kunst für sich. Ich würde aber grundsätzlich diese Einstellungen so lassen. Es kann hier sein, ich habe hier schon die PSD-Files verwendet, aus dem Photoshop jetzt raus, aus meiner Bearbeitung. Wenn ihr direkt von der Kamera ins Capture One eure Fotos reinladet, kann es sein, dass hier die Amount nicht auf Null ist, denn Capture One verwendet schon eine dezente Nachschärfung, je nachdem, was ihr jetzt für Kamera, Objektiv etc. verwendet. Das ist schon vorgefertigt in Capture One und dann ist schon dezent geschärft. Also es kann sein, dass hier die Werte bei euch anders sind. Das ist vollkommen gut so und richtig so, nur dass ihr wisst warum.
In meinem Fall ist es eben 0, weil ich schon ein anderes Programm weitergearbeitet habe und das jetzt nicht mehr die RAW-Files sind, sondern schon ein PSD. Und jetzt kann ich hier dann beliebig nachschärfen und wie gesagt, das ist jetzt ein Erfahrungswert, das müsst ihr euch dann wirklich bitte selbst ein bisschen testen. Da gibt es jetzt nicht die Einstellungen für jedes Foto, da müsst ihr immer ein bisschen rumspielen, aber ihr seht schon, das wirkt vorher, nachher schon sehr geschärft, aber mindestens in diese Richtung würde ich schärfen, wenn nicht sogar noch etwas mehr dann für den Print. Denn wie gesagt, auf dem Display wirkt meistens das geschärft für den Print übertrieben, der Print braucht es aber. Das ist einfach so, da müsst ihr euch ein bisschen spielen. Ich habe eben gesagt, eigentlich 100%, aber mit YouTube und der ganzen Kompression zoome ich für euch mal noch etwas weiter hinein, damit ihr wirklich da den Unterschied des Schärfen seht. Das ist jetzt die erste Variante des Nachschärfens und eben auch die Hauptvariante, die ich verwende, wenn ich jetzt direkt das Capture One printe. Da ist es halt ein bisschen eine Spielerei mit diesen Werten. Deshalb schauen wir uns jetzt auch noch Variante 2 und dann auch Variante 3 an, wobei Variante 3 für mich eigentlich nicht wirklich relevant ist. Aber vollständigkeitshalber soll es erwähnt sein. Gut, wir setzen das wieder zurück. Ah ja, ihr könnt es natürlich dann, weil ihr wollt ja nicht euer finales Bild da verschärfen, ihr könnt entweder eine zweite Variante erstellen mit Clone Image oder ihr könnt natürlich auch dieses Schärfen auf eine neue Ebene, No Field Adjustment Layer, und dann hier nachschärfen. Dann könnt ihr dieses zum Beispiel Print Sharpening nennen und ausstellen. Dann könnt ihr das quasi auf eine eigene Ebene machen und sozusagen verschärft euch nicht euer digitales Grundfile. Das nur kurz als Einwurf. Jawohl. Gut, das war Variante 1. Ich habe Proofing wieder ausgestellt. Ihr seht übrigens, die Größe ändert sich nur, wenn ich auf 100% bin. Nur so viel dazu, falls ihr das ändert, ihr müsst hier auf 100% sein. Variante B ist jein, schon printen aus Capture One, aber mit einem kleinen Exportumweg. Ja, ich kann hier auf Export gehen, lassen wir dieses Print A4 ausgewählt, das heißt, wir haben schon die richtigen Dimensionen eingestellt und jetzt gibt es hier noch unter Adjustments, Einstellungen, ist aktuell No Output Sharpening und hier können wir Output Sharpening for Screen, for Print. For Screen würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr eure Bilder runterrechnet für Instagram oder Website etc. Aber heute geht es um Sharpening for Print. Jawohl. Und jetzt haben wir hier diese sehr interessante Einstellungen. Wir können hier nämlich dem Programm sagen, was für einen Betrachtungsabstand hat denn das Foto und wie soll er das jetzt schärfen. Warum ist das wichtig? Capture One, also allgemein, du kannst ein Foto nicht unterschiedlich schärfen. Sind jetzt Personen in der Galerie einen Meter weg oder ist jetzt vielleicht für ein Buch, wo du 30, 40 Zentimeter weg bist? Stellen wir hier sogar wirklich auf Zentimeter, sagen Betrachtungsabstand 40 Zentimeter und damit schärft uns Capture One das Bild auch nach. Ich muss jetzt aber das Bild exportieren und dann zum Printen verwenden in Capture One. Ist jetzt ein bisschen umständlich, aber wir können das jetzt zum Beispiel als Image und Print nennen und können, wo haben wir es denn, beim Output, den Output-Folder Export und haben dann auch hier im Output-Location dieses nachgeschärfte Foto eben mit dieser korrekten Nachschärfung auf diesem Betrachtungsabstand. Grundsätzlich, ist eben, wie wir es hier getestet haben, bin ich der Meinung, das Programm macht mehr oder weniger das gleiche wie wir vorher mit dem Sharpening-Tool. Nur so sagt sie halt Capture One wirklich, was habt ihr für einen Betrachtungsabstand. Wenn ihr das im Sharpening selbst macht, ist es ein bisschen Spielerei, wie ihr das jetzt selber macht, aber vom Endergebnis kommt sie aufs Gleiche hin. Das ist jetzt wirklich, wie es euch lieber ist, wie ihr das lieber macht. Das ist Variante 2. Variante 3. Gehen wir nochmal hier zu unserem Foto, das Sharpening ist wieder weg. Variante 3 und jetzt kommen wir schon ins Printen, ist File, Print, das ist das Print-Tab für Capture One. Und machen wir das mal größer. Jetzt habt ihr hier nochmal ein Sharpening-Tool, das euer Foto nachschärft. Warum verwende ich das jetzt nicht so? Ich bin ein Fan von, ich habe das mehr oder weniger selber in der Hand, entweder eben bei Variante A komplett selber oder bei Variante B, dadurch, dass ich mir einstellen kann, für was verwendet das Foto. Hier weiß ich halt nicht so richtig, was macht das Programm, deshalb verwende ich die Variante A oder B und lasse das entweder auf 0 oder wirklich 5 oder relativ weit unten. Aber das wäre die dritte Nachschärf-Variante und nochmal, es ist wichtig nachzuschärfen. Punkt. Glaubt mir, wenn ihr Fotos nicht nachschärft und ihr habt sie normal vorher digital bearbeitet und halt normal geschärft, also
Display gut ausschaut, fällt euch am Print an Schärfe. Wenn ihr glaubt, der Printer ist nicht scharf, kann es oft an dem liegen. Jawohl, so viel dazu zum Nachschärfen. Jetzt gehen wir dann zum finalen Printen. Und zwar starten wir da jetzt damit, dass wir grundsätzlich einmal unser Bild so zuschneiden müssen, dass wir die richtigen Seitenverhältnisse haben. Das heißt, ich klone mir hier mal die Variante. Denn dieses Foto hat ja jetzt irgendwelche Seitenverhältnisse. Ich habe das auch vorher schon gecroppt. Und beim Printen, wir wollen jetzt einfach mal zum Beispiel A4 eben printen, muss ich mal die Seitenverhältnisse vorher korrekt einstellen. Ich habe hier schon meinen A4 Crop vorbereitet, aber grundsätzlich hier Add Aspect Ratio. Dann gebt ihr hier ein 29,7 mal 21. A3 Crop, machen wir es nochmal. Zack. Und dann haben wir hier unseren A3 Crop 2 mit dem korrekten Seitenverhältnis. Sobald wir jetzt hier irgendwie in das Crop-Fenster greifen, macht er uns die Seitenverhältnisse. Das ändert jetzt einmal nichts an der Auflösung des Fotos, es geht jetzt einmal nur um die Seitenverhältnisse, hat dann nichts jetzt mit der Größe zu tun. Ich gebe da einfach nur die Zentimetergröße ein, um einfach dieses Seitenverhältnis zu haben, aber er beschneidet das Foto jetzt nur nach dem Seitenverhältnis, nicht nach der Größe. Enter. Jetzt haben wir schon quasi ein korrektes A4-Bild von den Seitenverhältnissen her. Was wir machen, wenn wir das vorne zuschneiden, schauen wir uns dann an, aber ich würde euch das immer empfehlen, schneidet euch das vorher zu, dann vereinfacht ihr das Ganze. Und jetzt gehen wir hier eben nochmal, wo wir vorher schon waren, in dieses Print-Fenster. Jawohl. Und hier haben wir jetzt diverse Sachen einzustellen. Fangen wir mal ganz vorne an. Wichtig, hier korrekter Drucker ausgewählt und hier eben das korrekte Fotoprofil auswählen, Foto Luster. Ihr seht dann auch hier quasi wieder diesen Softproof, von dem wir vorher gesprochen haben. Aber ich kann jetzt hier keine Bearbeitung mehr machen. Deshalb haben wir natürlich den Softproof jetzt vorher schon angeschaut. Wäre cool, wenn wir hier noch irgendwie Curves hätten oder so, aber es ist, wie es ist. Deshalb gibt es ja Softproof auch im Bearbeitungsfenster. Rendering Intent, nur kurz noch angesprochen, was ist das? Wir kommen jetzt ja vom Adobe RGB Farbraum, also einem sehr umfangreichen Farbraum, in diesen Print Farbraum, der grundsätzlich sehr viel kleiner ist, also viele Farben nicht so darstellen kann wie der Adobe RGB. Und dieses Rendering Intent sagt jetzt dem Programm sozusagen, wie soll er jetzt mit den Farben umgehen, die er jetzt da komprimieren muss. Ich persönlich bleibe eigentlich so gut wie immer auf Perceptual, aber relevantesten sind die beiden obersten. Wenn ich jetzt das andere auswähle, seht ihr auch hier eine leichte Bildveränderung. Das ist eben, nur um es kurz erwähnt zu haben, da geht es dann darum, was macht er mit den Farben, die er jetzt komprimieren muss. Könnt ihr euch dann auch immer durchspielen, was euch für euer Bild besser gefällt. Ich bleibe in der Regel fast immer hier. Ein wirklich wichtiger Punkt kommt als nächstes. Capture One sagt es uns auch, before printing, turn off color management in the print dialog. Was heißt das? Ich habe ja schon mal ein anderes Video auch über das Printen gemacht, da haben wir über das Thema auch schon geredet. Aber hier Print Settings, richtigen Drucker auswählen, Einstellungen. Dieses Fenster kommt dann, wenn wir final auf Printen klicken, nochmal. Das heißt, ihr müsst das jetzt nicht da extra machen, aber damit wir da das schön durchgehen, machen wir es jetzt durch. Jawohl. Und hier wichtig, Farbe, Intensität, Abstimmung, keine. Warum keine? Wir sagen dem Programm ja schon mit dem korrekten ITC-Profil, was es wie genau machen soll. Und was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass da jetzt noch irgendein Treiber, irgendein Druckerprogramm, was auch immer, da noch reinpfuscht. Deshalb ganz wichtig, Farbkorrektur, keine. Natürlich könnten wir dann auch aus dem randloser Druck die richtige Papiergröße auswählen. Nochmal, das kommt dann zum Schluss nochmal, dieses Fenster. Also müsst ihr es nicht an dem Schritt machen, aber grundsätzlich Papiergröße auswählen, den Medientyp auswählen. Nach meiner Erfahrung ist es jetzt nicht so essentiell, dass da ganz genau exakt das richtige Papier drinnen ist. Ich gehe halt immer ein bisschen annähern. Es geht da sehr viel auch darum, dass dann je nachdem, was ihr für einen Drucker habt, schwere Papiere oft nicht beim automatischen Einzug beim Druck eingezogen werden, sondern dann beim manuellen Einzug etc. Deshalb ein ähnliches auswählen. Beim ProLuster nehme ich dann meistens Seidenglanz, Druckqualität hoch, eben Papiergröße A4 passt in dem Fall, fertig. Gut, übernehmen. Aber wichtig eben vor allem diese Farbkorrektur auf keine stellen. Nächster Punkt, kann mal alles weg, genau. Nächster Punkt, Units and Guides übrigens, falls auf Inches steht, gehen wir auf Zentimeter. Also ich zumindest, die meisten Europäer werden mir da zustimmen. Diese Amerikaner, aber okay. Und jetzt haben wir hier, weil wir A4 haben, dieses Bild schon korrekt zugeschnitten, wenn wir das vorher gemacht haben. Wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, sage ich euch nachher, würde er das jetzt links-rechts beschneiden. Ich kann dann aber da quasi nicht mehr
darauf eingehen, was er jetzt wegschneidet. In dem Fall ist es genau links, rechts, aber könnte je nach eurem Bild auch sein, dass ihr mehr links wegschneidet, mehr rechts, wie auch immer. In diesem Sinne würde das jetzt genau passen auf A4. Hier diese Templates und diverse Sachen sind schon meiner Meinung nach auch richtig cool. Zum Beispiel hier im Layout kann ich jetzt sagen, ich möchte aber gerne einen 2 cm Rand haben und das wird mir automatisch von Capture One vorbereitet. Finde ich richtig cool. Im Photoshop ist das ja mehr so ein bisschen eine Spielerei dann. Hier ist es quasi ein Klick, ich habe meinen 2 cm Rand. Und wer mich kennt, weiß schon, ich habe immer sehr gern weißen Rand. Ich finde erstens, das Bild kommt schöner mit dem Rand und zweitens, wenn ich die Bilder dann mit Passepartout sozusagen ausstatte, brauche ich immer ein bisschen eine Überlappung vom Papier. Deshalb Cellboarder finde ich ein richtig cooles Tool. Ihr könntet hier natürlich auch die Abstände jetzt individuell einstellen, wenn ihr jetzt nicht rundherum gleich wollt. Je nachdem, was ihr dort für Layout oder für finales Papierformat, Fotoformat haben wollt. Jawohl, gehen wir nochmal zurück. Es gibt auch hier diese Templates, diese Voreinstellungen, zum Beispiel sagen wir hier A4, ein A4-Bild, also ein A4-Papier und 18x24 würde man hier dieses Layout dann sozusagen schon vorgefertigt vorbereiten. Gut, soweit dazu. Jetzt schauen wir uns ganz kurz an, eben was wäre, wenn ich dieses nicht beschnittene Foto zum Printen nehme. Dann machen wir da groß. Würdet ihr sehen, wenn man hier wieder die ganzen Abstände und das Template Custom, schneidet er uns das links, rechts zu. Schaut jetzt quasi gleich aus, wie das, was wir selbst schon zugeschnitten haben. Aber theoretisch habe ich jetzt links und rechts noch was, was vielleicht wichtig wäre vom Foto. Ich könnte hier dann aber natürlich auch wieder mein Wunschformat einstellen, je nachdem, was ich möchte. Und er schneidet es dann hier so zu. Macht aber, außer ich habe es vielleicht noch nicht rausgefunden, eben wirklich immer zentriert. Das heißt, ich kann jetzt das Bild dann nicht mehr irgendwie bewegen. Deshalb sage ich euch, das ist mein persönlicher Zugang, vorher korrekt zuschneiden, dann ins Print-Tab gehen. Finde ich einfach ein bisschen angenehmer und ich habe wirklich die volle Kontrolle darüber. Eine Kleinigkeit möchte ich noch sagen, die ich auch richtig, richtig stark finde im Capture One. Wenn ich jetzt hier zwei Bilder auswähle, wirklich beide ausgewählt und in den Print-Tab gehe, können wir hier automatisch, es zeigt uns jetzt mal nur das erste Bild an, aber eben hier zum Beispiel bei diesen Templates A4, in dieser Klammer ist, wie viele Bilder habe ich und ich möchte zum Beispiel zwei Bilder 14x20, bam, automatisch gelayoutet, finde ich. Richtige Zeitersparnis, in Photoshop ist es eine Mehrspielerei. Und hier ist es quasi ein Klick und ich kann mehrere Bilder, so viel ich möchte. Es würde hier auch mit zum Beispiel 3 gehen. Ich habe jetzt halt nur 2, dann wäre das dritte. Das ist in dem Layouten, ehrlich gesagt, ein Riesenvorteil zu Photoshop und kann euch da schon auch sehr viel Zeit ersparen. Ihr könnt hier natürlich auch wie so oft Custom Layouts erstellen, je nachdem, wie ist euer Printverhältnis, was habt ihr für Rahmen, wie wollt ihr das machen. Ich glaube, wir haben da jetzt im Großen und Ganzen alles durchbesprochen. Wenn ich nochmal auf Print gehe, wie gesagt, öffnet er mir hier noch einmal dieses Fenster und ich kann auch hier diese Einstellungen ändern. Der hat mir das jetzt zurückgesetzt, weil ich dazwischen das Fenster geschlossen habe. Das heißt, ihr müsst es wirklich jedes Mal bitte kontrollieren, dieses Häkchen jedes Mal setzen, beziehungsweise auf keine stellen. Hier alles einstellen, okay, fertig, printen und das wird unseren Drucker geschickt. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe kein Papier in den Drucker eingelegt. Aber ja, so viel zum Thema Printen und Capture One. Ihr wisst, das war jetzt sehr viel Info in doch relativ kurzer Zeit. Ich glaube aber, ich habe euch da jetzt die Basics mitgegeben. Wie so oft im Programm, man kann das alles vertiefen, man kann da überall noch genauer reinschauen. Aber ich denke, die Info reicht jetzt einmal, dass ihr da jetzt damit umgehen könnt und euch dann selber auch noch ein bisschen weiter spielen könnt. Wenn es Fragen gibt, jederzeit in die Kommentare oder mir E-Mail schreiben. Ich beantworte gern alle Fragen, sofern ich sie beantworten kann. Zusätzlich dazu, wisst ihr, liken, subscriben, hilft mir sehr weiter. Ich mache die Videos gern und wenn ich weiter wachse im Kanal, kann ich noch mehr Videos machen. Das ist sozusagen mein Lohn für die Arbeit. Ja, in diesem Sinne, keep printing, guys, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.